Bei den Hölzern für 2021 haben wir zwei unterschiedliche Modelle, Epic Max, Epic Speed. Was ist der Unterschied zwischen den beiden und für wen lohnt sich der Schläger? Also lohnt tut er sich für die gesamte Golferschicht. Wir haben mit dem Speed, ähnlich wie beim Driver, das Modell, was die Distance Junkies anspricht. Über die perfekte Aerodynamik ist da eben jedes bisschen Headspeed rausgequetscht, was geht. Und dann eben über die anderen Technologien die Ballspeed optimiert. Während der Max ganz bewusst mit zwei Schrauben arbeitet, sodass ich dem Golfer oder dir individuell noch den Startwinkel oder den Ballflug einstellen kann. Entweder ein bisschen höher und fehlerverzeihender oder ein bisschen flacher und mehr dieses Penetrating, was der bessere Golfer sucht. Und somit habe ich für jeden das Richtige. Und das kann man bei dem Max einfach damit regeln, zwei unterschiedliche Schrauben, unterschiedliches Gewicht. Gewicht nach vorne, Ballpflicht ein bisschen flacher, schweres Gewicht nach hinten, Ballpflicht ein bisschen höher. Korrekt, also die Schrauben sind 2 Gramm und 14 Gramm. Und die 14 Gramm Schraube, das schwere Gewicht, definiert letztendlich, was für eine Leistung der Schläger hat. Und abhängig von deinem Spielniveau oder deinem Ballflug, deinem Gesuchten, bringst du die Schraube in die richtige Position, wie du es richtig beschrieben hast, und profitierst. Du hast gerade eben schon die Technologien so ein bisschen angeteasert und auch hier hat wieder die künstliche Intelligenz angesetzt und hat Jaybreak AI Velocity Blades entwickelt. Was hat es damit auf sich? Ja, also die ersten Stäbe, Jaybreak-Stäbe waren ja rund, die zweiten, wie wir beim Driver schon gehört haben, so ein bisschen wie ein Sanduhrförmig. Ja. Und jetzt ist es ein Blade, also es geht so ein bisschen in Richtung Klinge. Der Vorteil ist, dass ein Vierkantstahl beispielsweise weniger Verdrehung in sich hat. Du kannst also Material rausnehmen, hast trotzdem keine Torsion. Und die Blades sind jetzt eben in der Richtung nicht mehr rund, sondern sind eben dieses vierkantmäßige oder Klingenblade ist ja die Klinge, klingenmäßig. Ja. Das hilft dir, dass du nochmal weniger Verwindung hast, dass du die Stäbe leichter machen kannst. Daraus resultiert ein größeres MOI, sprich bei nicht mittig getroffenen Bällen fliegen sie gerade. Dann hast du einen perfekteren Schwerpunkt, besseren Spin und Launch und das in Kombination ist eine Waffe. Ja, und das hat nur Callaway. Alleinstellungsmerkmal, absolut. Ja. Dann habe ich hier in der Hand die Krone, besteht aus Carbon, spart ein bisschen Gewicht hier oben, wo es nicht gebraucht wird. Und was macht man dann mit dem Gewicht? Also da ja die Fairway-Hölzer aus Stahl sind und nicht aus Titan, sparst du nicht nur ein bisschen Gewicht, sondern signifikant Menge. Gewicht. Und dieses signifikant gesparte Gewicht kannst du dann für das MOI, für die Schrauben, für die Aufnahme der Schrauben zurück in den Kopf platzieren, sodass du eben den optimalen Startwinkel, Spin und Ballflug hinbekommst und das in zwei verschiedenen Varianten. Ohne eine Carbon-Krone wäre der Schläger deutlich weniger leistungsfähig. Dann, was wir sehen am Hosel, hier kann man nicht mehr hin und her schrauben, keinen Loft hoch und runter. Dafür ist es so, es gibt viel, viel, viel mehr Köpfe. Was ist die Idee dahinter? Genau, also die Idee ist, dass es vom 3 Plus bis runter zum Holz 11 eine komplette Range gibt. Also alle 2 Grad Loft hast du einen Schläger. Du kannst also in dem Prozess des Fittings oder des Anpassens an deinen Driver genau schauen, okay, was brauchst du? Zum Beispiel 10,5 Grad Driver mit einer 3 und 5 kombiniert. Dann vielleicht ein 12,5 mit einer 4 und 7. Die Damen, die dann 14,5 Grad Loft haben, die nehmen eine 5 und 9 und bist halt da perfekt flexibel, deshalb die Verstellung nicht mehr benötigt, spart 15 Gramm Gewicht am Hosel, was du dann direkt wieder dort platzieren kannst, wo es dem Golfer hilft. Nämlich irgendwo in der Sohle, wo es halt als, wo es dem Golfer hilft. Dann noch abschließend zur Form von Fairway-Hölzern. Man hat ja immer so ein bisschen Angst, dass man zu fett ist oder zu dünn ist. Wie wurde das gelöst? Also die Form ist deutlich flacher. Das sieht man auch bei den Modellen, weil wenn man einen Fehler macht mit dem Fairway-Holz, ist es eigentlich eher ein spitzer Hacketreffer. Selten haust du damit im Boden, weil der Schläger gleitet wie eine Kufe. Und die Schlagfläche, die hier übrigens geschmiedet ist, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal bei dem Schläger, hilft dir dann, diese, sag ich mal, vorne hinten gestroffenen Bälle trotzdem zurück zur Mitte kurven zu lassen und somit auch dann sehr gerade und sehr präzise Schläge ausführen zu können. Das heißt, der ideale Begleiter zum Epic Speed oder Epic Max LS oder Epic Max Driver, das passende Fairway Holz.